Diese Woche war ich zu Gast beim Nintendo Switch Event in Berlin. Wie der Name schon verrät, hatten wir dort die Möglichkeit, Hand an die neue Konsole zu legen. Und wenn ich Hand anlegen sage, dann meine ich das ernst. Aber dazu später mehr. Vorerst muss ich sagen, dass ich wenig bis kaum gehypt auf die Ankündigung der Switch reagiert habe. Das ganze Konzept von Handheld, abnehmbaren Controllern und Dockingstation wollte nicht ganz in meinen Kopf. Deswegen bin ich ohne große Vorfreude auf das Event und habe mich einfach überraschen lassen. Gemeinsam mit Nina habe ich mich gleich zu Beginn an Mario Kart herangetraut. Beim ersten in die Hand nehmen des 6,2 Zoll großen Multi-Touch-Handhelds musste ich feststellen, dass es doch etwas schwerer ist als gedacht. Mit 32 GB Speicher und einem Nvidia Tegra Grafikprozessor gerüstet, taucht man dann in die Spielewelten ein. Bei meiner Handgröße liegt das Tablet ausgesprochen gut in der Hand und lässt sich angenehm bedienen. Aber wollen wir doch mal sehen, was die Joy-Cons so drauf haben, wenn sie einzeln in Gebrauch sind. Exklusiv! Ja. Ja, mit Nintendo sind wir jetzt unterwegs und wir probieren jetzt gleich diese Switch-Sachen aus. Ja. Julian, du hast gesagt, es gibt zwei, die wir auf jeden Fall testen sollen. Welche wären das? Das wäre Ball Count, wo man so wie eine kleine Streichholzschachtel hält, also den Joy-Con, und dann so Kugeln da drin praktisch erfüllt und rausfinden muss, wie viele da drin sind. Das macht ihr gegeneinander. Und dann könnt ihr auch einen Safe-Knacken. Okay, dann nehmen wir euch da jetzt einfach mal mit. Beim Kugeln erraten spielen konnte ich erstmal feststellen, welche Technik in diesen kleinen Controllern verbaut ist. Dank dem neuen HD Rumble werden extrem präzise Vibrationsimpulse erzielt. Man konnte die Kugeln förmlich spüren. Das war schon beeindruckend. Ja. Man konnte dort auch 20 Minuten vom neuen Zelda testen. Ich persönlich habe aber nur kurz den Pro-Controller in der Hand gehabt und die Performance getestet. Der Pro-Controller ist meiner Meinung nach ein guter Mix aus Xbox und PlayStation-Controller. Und definitiv auch für große Hände eine angenehme Abwechslung. So auf die Schnelle getestet spielte sich Zelda auf dem Handheld und nach dem anschließenden Verbinden mit der Docking Station gleich gut. Also ich habe keine Performance-Schwierigkeiten bemerkt. Mein kleines persönliches Highlight war aber die Just Dance Station. Wer hätte das gedacht? Natürlich musste ich testen, was der Joy-Con da so drauf hat. Meiner Meinung nach hat er ziemlich genau getrackt und liegt, gerade weil er so klein ist, viel angenehmer in der Hand als mein Sony Motion Zauberstab-Controller. Und Mann, war da viel Platz. Ich hab's mir natürlich nicht nehmen lassen und ein Duett getanzt. Mein Fazit zur Switch. Sie wird den Konsolenmarkt nicht revolutionieren. Wie sich das Prinzip, ich kann meine Konsole überall hin mitnehmen, durchsetzen wird, liegt meiner Meinung nach auch darin, wie zum Beispiel die Akkulaufzeit aussehen wird. Generell finde ich die Switch eine nette Spielerei und gerade als Partykonsole extrem ansprechend. Ich meine, wer hätte nicht Bock, um die Wette mit seinen Freunden eine Kuh zu melken? Ich habe gesiegt. Aber es war nicht so schlimm, oder? Fair. Es war nur ein Kampf. Du hast einfach viel mehr Erfahrung im Melken. Ich fiebere auf jeden Fall der N3 entgegen und bin gespannt, was die Entwickler uns an Spielen für die Switch präsentieren werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert, damit ihr auch kein Video mehr verpasst. Wer Bock hat, kann ja jetzt auch noch schauen, ob ihr mich in diesen anderen Videos entdeckt. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis dahin, ciao!